Doppelgang. Naja, wir machen uns mal mit dem Hammer davon und... Ja, ist ja unser Hammer, wir dürfen uns damit da... Die schimmeln alle an, ey, das ist ja widerlich. Und genau, hier haben wir was vergessen. Hallo Tulip. Hier ist ein Laden. Und keine Dampfanzeige, ihr seid doch alles Arschlöcher. Und hier haben wir einen Holoband. Ja, flüchtige Androide, heikle Quest werden wir später antippen. Ich werde später unter Kameraführung alle Hinweise dazu einsammeln. Und wir sehen hier keine Dampfanzeige, hallo. Du bist kein Mensch, oder was? Du bist einfach nur extrem hässlich. Es ist schon so lange her, seit ich einen Kunden hatte. Ich bin... nein. Ja, ihr habt das da oben nicht gesehen. Was machst du mit dem Geld, das ihr hier unten verdient? Das du hier unten verdienst? Nun, wir haben es alles bei Carol ausgegeben. Oder im Ninth Circle. Aber da gefällt's mir nicht. Den Rest haben wir Quinn gegeben, damit er für uns Geschäfte macht, wenn er unterwegs ist. Ja, was gibt es über Unhold zu berichten? Wollen wir nicht hören. Sehen wir mal, was sie im Angebot haben. Falls Ihnen irgendeine Rüstung nicht das Leben retten sollte, erhalten Sie natürlich eine volle Rückerstattung. Erinnert mich irgendwie an Monkey Island, der Krug ohne Bodentarif. Sonstiges Diagrammgleisgewehr. Können wir nicht gebrauchen. Naja, wir hauen ab. So, als nächstes auf nach Weaver City, oder eher gesagt, Richtung Weaver City. Und die Uhr sagt, wir haben noch 8 Minuten. Ja, wir könnten... Nein, könnten wir nicht. Es ist ätzend. Ach ja, und ich habe keinen Alien... Doch, habe ich noch. Ich habe schon gedacht, der wäre auf einmal weg. Er hat die Waffe ziemlich spät ausgerüstet. Wenn sie... Nee, ich lese nicht vor. Nö, ich bin beleidigt. Wenn ich das schon sehe, bin ich beleidigt. Ich lese es nur noch für mich privat. In meinen Gedanken, die ich denke. Ja. Bla, 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 bla. Ja, und ich lese es für mich durch und es verschwindet. Es wird immer härter. Ich lasse mich davon aber nicht stören. Aufgaben. Wissenschaftliche Anstrengung. Genau, das ist unsere nächste Quest und dafür geht's wieder in die U-Bahn. Oh, jetzt wäre ich beinahe schon da runtergesprungen. Erst hier, so. Ja, und jetzt kommt eine etwas längere Wanderung quer durch die U-Bahn-Systeme. War das wirklich so lang? Ich meine nicht. Lad, lad, lad. So. Hallo. Ja, sie ist wirklich dämlich. Und laut Karte waren da gerade 7 Gegner oder mehr. Ja, solange das nur Kakerlaken sind, habe ich da nicht viel gegen. Ich meine, ich habe immerhin Splittergranaten. Hier benutze ich auch mal den VATS, weil wir haben schon gelernt, bei direktem Aufprall im VATS explodiert die Granate sofort. So, Schabenbrei. Ist hier noch eine? Nee. Das waren alles Schaben. So, Ödländer. Kronkorken, Haarklammer. Ja, ich habe gerade keine Lust, aus der Toilette zu trinken. Auch wenn ich damit wieder meine Spielfigur demütigen könnte. Und der war schlecht geworfen, aber sie ist tot. So, was haben wir hier drin? Nada. Schade. Doch, hier. Chinesische Armee, Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Und wenn ich die Add-ons auf Deutsch besorgen kann, werdet ihr auch ein bisschen was darüber sehen. Chinesische Training, Spezialeinsätze. Ich sag nur so viel. Stealth, das sollte reichen. Und wenn ich die Add-ons auf Deutsch besorgen kann, habe ich auch wieder meinen Lieblingsanzug. Und dann kann richtig gespielt werden und nicht so ein Kack hier. Hallo. Tschüss. Was? Ich habe die Waffe getroffen. Das ist doch mal wieder totaler Morks. Wir zielen auf den Arm.
So, haben getroffen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre eine verkehrte Kameraeinstellung. Wir hätten nicht getroffen. So, ich guck nochmal auf die Karte. Und du Scheißfliege, ich klatsch dich gleich sowas von weg. So. Ah, es hat gewirkt. Sie verschwindet. Das ist nett. Was haben wir hier? Einen Weg. Den werden wir lang gehen. Denn der Weg ist das Ziel. Oder wie war das? Und hier sind keine Fallen. Das ist sehr angenehm, finde ich. Jetzt ist die Fliege mir fast ins Ohr. Ja, geht ja gar nicht. Ich habe mein Headset auf. Auf jeden Fall habe ich sie sehr laut gehört. Aber wieso erzähle ich hier von einer Fliege rum, die mich nervt? Obwohl, das sind eigentlich zwei. Naja, ich drifte schon wieder auf die Fliegen ab. Die sind total ätzend. Naja, wir sind, glaube ich, schon da. Und haben noch 5 Minuten Zeit. Nein, sind wir doch nicht. Wir sind einfach nur im nächsten Tunnelgewölbe. Wir sind aber richtig. Wir werden Richtung... Ja, ich glaube, hier ist richtig. Und hier haben wir Gegner. So, schön hier hinstellen. Dann können wir von ihr direkt auf ihn rüber zielen. Im VATS und treffen beide. So, dich haben wir ja zerpulvert. Und dich auch. Und wieso fragt ihr euch... ihr fragt euch, wieso ich nicht so viel mitnehme. Ich hoffe insgeheim, dass ich eine Dampfanzeige hier finde. Und die sind verdammt schwer. Mir fällt gerade ein... mir ist gerade was eingefallen, aber ich muss erstmal ein bisschen testen. Kampfschrotflinte, ja. Das ist dein Tag. Also, Kampfschrotflinte, du warst gemeint. So, lokale Karte, wir gehen richtig. Wir müssen gleich nur hoch und uns links halten. Und hier sind Gegner irgendwo. Ich denke mal über mir. Wenn da jetzt eine Trennwand oben ist, bin ich richtig. Wir sind richtig. Sie ist nur nicht ganz da, wo ich gedacht habe. Und er ist hier noch gar nicht tot. Oh, wir wurden verkrüppelt. Nehmen noch schnell hier alles mit. Stürmen runter. Nehmen ein Medipack. Scheiß drauf. Ist mir egal. Heilen den Kopf ein wenig. Ist bestimmt wieder, ja, das Einzige. So, hallo. Und sie macht auf der Entfernung einen richtig derben Schaden. So, vielleicht finden wir hier eine Dampfanzeige. Nein. 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 Und ich hab's gewusst, wir sind überlastet. Wir schmeißen irgendwas weg. Aber nicht die Lasergewehre, die sind definitiv zu wertvoll. Ja, sie ist fast am Arsch, wir schmeißen sie weg. Wir finden noch so viele davon. Pugilismus, aktuell. Wir lesen die 2 Magazine. Habe ich schon fast vergessen gehabt. Es sind inzwischen 3. Einmal Feilschen, einmal Schleichen und einmal Waffenlos. So. Und wir sind fast am Ende. Am Ende der Folge. Ja, direkt am Ende der Folge und fast am Ende. Nur nicht mit den Nerven. So, wie es da draußen aussieht, werdet ihr leider nicht mehr sehen in dieser Folge. An der Stelle werde ich mich nämlich verabschieden, einmal speichern, so dass es alle sehen, und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.